Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum TSW 4 mit der Baureihe 111 mit der Lok 001-4 in dieser ozeanblauen Lackierung. Wir sind heute unterwegs auf dem RE4 auf Wuppertal Hagen, beziehungsweise in diesem Fall von Hagen nach Wuppertal, und fahren hier auf dem RE4 mit den Dorstos, so wie es tatsächlich hier in Realität passiert ist. Noch bis vor einigen Jahren war da die Baureihe 111 unterwegs, bis dann die Zero HC die Linie übernommen hat. Aber bis dahin war tatsächlich die 111 unterwegs. Und das stellen wir heute nach mit unserer Fahrt. Und ich würde sagen, wir steigen ein, rüsten auf und fahren los. Türen auf der linken Seite freigegeben. Wir drehen den Bremsschlüssel ein, ziehen die Bremse. Ja, wobei die lösen wir, ziehen aber die Lokbremse dafür an. Hervorragend, schalten uns die PZB und die LZB an. Nee, gar nicht, wir haben gar keine LZB. Was erzähle ich denn da? Instrumentenbeleuchtung auf 100%. Und dann sind wir auch schon gleich abfahrbereit. Zugbeleuchtung schalten noch ein. Zugsammelschiene ist an. Spitzensignale müssten an sein. Nee, das sind sie noch nicht, weil wir natürlich hier erstmal noch die Zugspitzensignale einstellen müssen. Mehrfachtraktionsschalter und so, das müssen wir jetzt nicht bedienen. Ansonsten passt das soweit. Türen zu. Genau. Bremse lösen. Signal hat sich mittlerweile umgestellt. Und wir tasten die ersten Fahrstufen rein und fahren los. Genau, Spitzensignale sind an, hinten zweimal rot. So muss das sein. Jetzt noch ein paar mehr, mehr Fahrstufen rein. Und da wir ausfahren dürfen mit 70, 50 und keine Beeinflussung voraus ist, können wir uns gleich lösen. Ja, wobei, doch ja, genau. Wir befreien uns und schalten mal die 50 auf. Noch eine 143, sehr schön. Ausfahrt mit 50. So. Wir lassen. Nee, wir können weiter Leistungsstufen aufgeschaltet lassen, da wir 70 fahren dürfen. Und ich hätte, glaube ich, gerne noch ein bisschen mehr Bewölkung. Oder weniger Bewölkung, ja. So sieht es doch deutlich schöner aus. Dürfen noch 90 fahren, ab hier vorne dann, wenn der ganze Zug dann vorbei ist. Und unser nächster Halt ist dann Ennepetal in ungefähr 10 Kilometern. Ja, die Lackierung ist aus dem Creators Club. Entweder vom User Nee oder von Cat Gaming, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich versuche auf jeden Fall den Link in die Videobeschreibung reinzupacken. So, die 90 sind jetzt gleich erreicht. Ups, mein Handy hat da mal wieder laut gebimmelt. So, Leistung auslaufen lassen, da wir jetzt die 90 erreicht haben. Okay, und wir dürfen 150 fahren, daher schalten wir auch wieder auf. Ein paar mehr Leistungsstufen rein. Das Szenario ist eine ganz normale Fahrplanfahrt auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Da kann man dann
einfach statt der 143, die ja da normalerweise unterwegs ist, die 111 auswählen. Da braucht man auch gar keine Mods dafür oder so. Das geht alles von alleine. Genau. Ne? Also nichts irgendwie aus dem Creators Club oder so, sondern da einfach ganz normal der Fahrplan. KI-Verkehr ist dann entsprechend auch mit dabei. Bisschen was abgestellt hier vorne. So, 150 sind fast erreicht. Ich nehme schon mal so ein bisschen die Leistungsstufen wieder raus. Da es aber jetzt eh bergauf geht, ein kleines bisschen lasse ich noch ein paar Leistungsstufen drin. Ja, Baureihe 111 gefällt mir wirklich mittlerweile sehr. Also gefiel mir schon von Anfang an sehr, und da würde ich wirklich sagen, wenn ihr auf der Suche seid nach einer guten Passagierzuglok, die aber auch sogar im Güterverkehr eingesetzt werden kann, holt euch die Baureihe 111. Da mache ich da gar kein Hehl drum, da die Empfehlung geht da sofort raus. Die 111 ist wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Und wer da warten möchte, es gibt Sales. Traditionellerweise gibt es im März bei DTG Sales. Das heißt also, vielleicht wollt ihr noch ein bisschen dann damit warten auf einen Sale, der dann vielleicht demnächst irgendwann kommt. Und dann auf jeden Fall aber zuschlagen mit Salzburg-Rosenheim, weil die Strecke an sich ist auch wirklich wunderschön. Das Fahrzeug ist toll gemacht. Da gibt es, da habe ich gar keinen Zweifel dran, dass ihr nicht auch extrem viel Spaß damit haben werdet. So, da vorne kommt die 120. Fahrstufen einmal auslaufen lassen. Und jetzt den Schalter auf aus. Und jetzt lassen wir einfach nur rollen. In der Pedal sind noch 2,4 Kilometer. Und halt zu erwarten, das haltzeigende Signal ist allerdings, halt zu erwarten ist gar nicht für uns. Allerdings haben wir trotzdem ein haltzeigendes Signal voraus. Oh, das ist immer schön. Ich finde diese Stelle der Strecke, ich weiß nicht genau, auf welche Ortschaft man da runter guckt, ob das ein Tal ist, aber es sieht wirklich sehr schön aus. Also, und es ist auf jeden Fall in einem Tal. So, das war die Ankündigung für 120. Und das ist dann die Ankündigung für, nein, immer noch nicht für uns, dass wir halt zu erwarten haben. Aber wir müssen trotzdem langsam mal reinbremsen. Genau, jetzt die Ankündigung halt zu erwarten. Wir müssen natürlich so oder so reinbremsen, denn der Halt ist ja auch noch voraus. Also unser Halt in Neppetal. So, schnell runter auf unter 80. Auf unter 85. Und nicht zu vergessen, da ist natürlich auch noch ein 500-Hertz-Magnet, der uns das Leben schwer macht, wenn wir zu schnell drüber fahren. So, das bestätigen wir natürlich auch noch. Da ist der 500er. Genau, 500-Hertz-Beeinflussung ist an. Ja, schaut an, wir sind nahezu pünktlich. So. Wir ziehen die Lokbremse an. Die Zugbremse lösen wir. Schöner kleiner Bahnsteig hier.
Oder ist hier hinter das Endeportal? So, Türen verriegeln. Okay, und Signal zeigt mittlerweile Fahrt an. So, 500 Hertz Beeinflussung, das heißt also, wir fahren jetzt nicht schneller als 25, dann ansonsten werden wir 2 gebremst. Können auch natürlich hier die Führerstandsbeleuchtung anmachen. Sieht auch ganz hübsch aus. Können wir ein bisschen runterdimmen, dann blendet das auch nicht so. So, 500 müsste jetzt ausgehen, genau. Und dann befreien wir uns auch aus der Beeinflussung. Und dürfen dann direkt 120 fahren. Ja, übrigens auch mit einer Mod, die die Texturen hier verändert, bei der Baureihe 111. Gibt es bei Trains in Community. Sodass man da die etwas realistischeren Lichtglas-Texturen hat, mit der Lampe richtig, ne, auch hier. Also danke nochmal dafür, müsste glaube ich vom Redstonia sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, dann mal hoch auf die 120. Und vielleicht machen wir einmal hier einen Screenshot. Dann haben wir das auch mal für heute noch schon geschafft. Mit dem Screenshot. Ich nehme mal die Schärfentiefe ein bisschen raus. So. Vielleicht einmal so von der anderen Seite. Ah, jetzt bin ich irgendwo gefangen. So. Das ist auch schön. Ein bisschen weiter unten. So, dann haben wir das. Nächste halt Schwelm in 2 Kilometern. Wir gehen einmal auf die 120 hoch und jetzt lassen wir einfach auslaufen. Wir sind nämlich eh schon zu schnell. So, und jetzt auf aus und bremsen. Und dann haben wir halt zu erwarten. So, es geht die ordentlich bergab. Da müssen wir jetzt richtig mal gegenbremsen. Sonst schießen wir noch über den Bahnsteig hinaus. So, aber das passt soweit. Bahnsteigsanfang mit 60. Da fährt die S-Bahn geradeaus. Und wir sind sogar pünktlich. Schaut an.
Türen auf. Lokbremse angezogen. Bremsventil gelöst und dann warten wir, bis wir Ausfahrt haben. Genau, hier der RE4, der nach Aachen fährt. Hier kommt gleich der RE7 nach Rheine. Da vorne ist gerade eben die S-Bahn ausgefahren und das wird vermutlich auch genau die S8 gewesen sein nach Mönchengladbach. Und hier die S8 in die Gegenrichtung nach Hagen. Ui, das Gebäude ist aber auch schon länger nicht mehr, glaube ich, in Betrieb gewesen, ne? Finde ich immer sehr schade mit diesen Bahnhofsgebäuden. Ja, die Busse haben neuerdings eine Hover-Funktion. Finde ich insgesamt irgendwie sehr schade, diese Entwicklung, die Bahnhofsgebäude in den letzten Jahren durchmachen mussten. So, Türen schließen, dass da tatsächlich immer mehr Gebäude ja stillgelegt werden, Gebäude nicht mehr benutzt werden. Ja, das kostet halt alles Geld, ne, stimmt schon, aber... Und man braucht sie ja theoretisch nicht unbedingt, wenn man es genau nimmt. Aber schön sind sie ja trotzdem. Und das ist dann so schade, wenn so ein schönes Gebäude dann einfach, ja, verfällt. So, zum Glück sind wir nicht in der 500-Hertz-Beeinflussung. Und wir befreien uns. Direkt hoch auf die 130. Nächster Halt ist dann Oberbarm in 4,5 Kilometern. Tja, schön irgendwie, dass ja diese Strecke ja mittlerweile einen historischen Stand widerspiegelt, ne, vor dem Desiro HC. Und bevor die Flirt 3 auf der S-Bahn unterwegs waren, wobei ich nicht weiß, ob die Flirt 3 XL-Züge auch auf der S8 unterwegs sind. Oder was genau da als Zug heute unterwegs ist, das müsste ich nochmal nachgucken. Aber dennoch halt eben dieser entsprechend historische Stand, den wir hier haben für eine Strecke. Und das ist ziemlich schön, dass man auch sowas dann konservieren kann, dass wir jetzt hier mit der Baureihe 111 auf dem RE4 fahren können. Der RE4, den es halt eben so nicht mehr gibt mit diesem Zug, sondern mit dem Desiro HC. Und ich finde, das hat was. Das hat was, mit der 111 hier lang zu brausen. Wir werden auch mal mit der 111 vermutlich so eine Art Intercity-Fahrt mal... Ups, jetzt bin ich aus Versehen auf Not ausgegangen. Das war nicht gut. Was ich sagen wollte, wir werden auch mal mit der Baureihe 111 vielleicht so eine Art Intercity-Verkehr auf der linken Rheinstrecke mal machen demnächst. Da freue ich mich auch. Da gibt es ja auch wirklich viel an historischem Vorbild, was man sich da zurecht zusammenstellen kann. Denn die 111 war ja, und das ist ja das Tolle an dieser Lok, die war ja wirklich überall unterwegs. Okay, wir müssen anhalten. Ne, die 111, die war ja wirklich im Nahverkehr, im Fernverkehr, im S-Bahn-Bereich, im Güterverkehr, überall. So, ich hoffe, das wird noch mit der Bremskurve. Scheint aber soweit zu klappen. Jetzt hoffe ich nur noch, dass der 500-Hertz-Magnet uns nicht abschießt. Aber auch das scheint soweit im Bereich des Machbaren zu sein. So, wir lösen nochmal aus. Links wird jetzt auch gleich irgendwie ein Zug einfahren, ne? Da sind ja die Signale gestellt. Oder das Signal ist gestellt und wir halten hier vor dem 500-Hertz-Magneten. Damit wir nicht in die Beeinflussung kommen. Machen die Türen auf.
Und dann schauen wir uns mal wieder um. Hier das Bauhaus. Auch offiziell lizenziert, witzigerweise. Da kommt die S-Bahn. Das müsste das Gasometer sein. Ist das das Gasometer? Könnte auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wo in Oberhausen, in welchem Stadtteil es steht. Ob das bei Oberbarmen ist. Nee, Moment. Ach, ich verwechsel das gerade. Gasometer, pardon. Das Gasometer steht natürlich in Oberhausen. Und nicht in Wuppertal. Mein kleiner Fauxpas. Aber das Gasometer sieht auch sehr ähnlich aus wie das da. Muss man dann entsprechend auch zugeben. So, da hat sich die S-Bahn hier hervorragend hingestellt für ein kleines Foto. Ja. Nee, ich hätte gerne beide Züge. Ja, genau, irgendwie so. Und jetzt aber noch den Schwerpunkt anpassen. Wieso? Oder vielleicht von der anderen Seite. Ja, es geht nicht. So. Wir können die Türen schließen. So, wir warten noch, bis das Signal sich jetzt umstellt. Da, sehr gut. Wann hat eigentlich die S-Bahn-Ausfahrt? Um 51, also auch jetzt. Das heißt also, sie müssten eine kleine Parallelfahrt haben. Oder? Nee. Dass das Signal zeigt dort halt. Nächster Halt ist dann Wuppertal-Barmen. Dürfen 130 fahren. Rechts von uns die Schwebebahn übrigens. Da ist er auch. Da gibt es ja diese interessante Story mit Tuffy, dem Elefanten. Das mal, ich glaube, irgendwann zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger mal ein Elefant transportiert wurde in der Schwebebahn oder das zumindest versucht wurde, das aber nicht von Erfolg gekürt war, der Versuch und der Elefant entsprechend leider runtergefallen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was mit dem Elefanten passiert ist. Ich hoffe, er hat es überlebt. Oh, jetzt müssen wir doch auf Not aus. Ich hoffe, er hat es überlebt. Aber auf jeden Fall ist er so ein bisschen das Wahrzeichen von Wuppertal. Was vielleicht so ein bisschen so eine Art auf so einen etwas komischen Umgang mit der eigenen Geschichte hindeutet, muss ich zugeben. Aber ja, Tuffy der Elefant, wen es interessiert, einfach mal die Geschichte googeln. Joa, das passt doch halbwegs. So, Abfahrt ist um 54, also in ungefähr 50 Sekunden. Da ist wieder die S-Bahn. Die Dostos sind, glaube ich, die von der Strecke am Rhein-Ruhr-Osten, die da mitgeliefert werden und nicht die von Salzburg-Rosenheim. Dementsprechend haben wir da jetzt auch leider nicht die neuen Sounds. Also die von der Mod.
So. Türen sind zu. S-Bahn fährt auch schon aus. Wir hören es im Hintergrund. Und wir. Schalten auch schon mal die Leistung auf. So, nächster Halt und letzter ist dann heute Wuppertal Hauptbahnhof. Ja, ich glaube, die S-Bahn werden wir nicht mehr so schnell einholen. Die ist natürlich, was Beschleunigungsverhalten angeht, deutlich besser drauf als wir. Na, wobei. Ah, die muss da vorne noch halten. Wir nicht. Dann haben wir Glück gehabt. Dann können wir an ihr jetzt vorbeiziehen. Mit unseren 130, gleich aber auch nur 100. Dementsprechend schalte ich jetzt, lasse ich jetzt auch schon wieder auslaufen. Da ist schon die Ankündigung für 100. Wir lassen auslaufen. Und haben einen Wachsamtaster. Wofür? Was war denn da? Was war denn da? Moment. Ach so. Ah. Die 60. Okay, ja. Das ist aber auch. Also guckt euch das mal an. Das ist ja richtig fies. Wo das hier positioniert ist. Direkt hier hinter dem Mast. Also, das ist richtig böse. Jetzt zieht die S-Bahn wieder an uns vorbei. Gut, ganz pünktlich kommen wir dann doch nicht mehr an den Wuppertal. Hauptbahnhof hätte ja sein können, aber naja. Wär ja nicht lustig, wenn wir keine Zwangse hätten. Und dann haben wir jetzt Halt mit verkürztem Bremsweg zu erwarten. Also wir fahren jetzt natürlich nicht schneller als 40, weil wir im Wechselblinken sind. Mit 1000 Hertz Beeinflussung. Wir halten an, hier vorne noch ein anderer RE. Nach Dortmund, der RE4 in Gegenrichtung.
Wird gerade in eine andere Dimension gebeamt. Und wir machen die Türen auf. Hervorragend. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hier endet unsere Fahrt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.